So, Freunde, einen wunderschönsten und geilen Start erstmal in diesen neuen Vlog, in diesem neuen Video. Mein Name ist Crispo und danke, dass ihr mit am Start seid. Ich war jetzt gerade schon Frühstück holen und zwar, es gibt hier 4 solche geile Muffins. Und die snack ich jetzt auf dem Weg. Mal gucken, ob es heute noch ein Pre gibt. Aktuell fällt das Frühstück immer mau aus, aber dafür wird abends oder nachmittags immer schön gegönnt mit Burger, Mörkers und so. Aber ja, mal gucken, was heute noch so geht. So, meine Freunde, erstmal die 4 Dinger wurden hier schön runter inhaliert, schnapuliert und attackiert. Heute ist ein guter Tag. Irgendwie bin ich voll noch gesättigt von den Burger von gestern. Ich glaube, das liegt an dieser doppelten und dreifachen Soße, Alter. Weil ich bei einmal bei diesem, was war das, Doppel, Big King XXL, habe ich gesagt, eine extra viel Soße, weil die so geil waren. Lange Rede, Doppelkinn. Ich gehe mir jetzt trotzdem nochmal, die klitzen gleich, ne, habe ich schon gerade beschlossen, ne, Muffins holen, weil die will nicht flach werden. So, Friends, wir haben uns, ich habe die schon ausgepackt, damit ich die gleich snacken, mecken, runter inhalieren, schnapulieren, attackieren kann, nochmal die 4 gleichen geholt. Also wenn wir die gegessen haben, haben wir 8 Intus, falls ihr fragt, hier ist der Müll. Und ich gönn mir. So, meine Freunde, was geht ab? Training ist durch, Rücken ordentlich geballert, malert. Und wir haben 14.10 Uhr. Ich bin am Arsch. Hier gibt es mein Clear. Ja, das schmeckt wie Eistee, richtig geil. Und wir haben uns jetzt hier von Billy's Bowl einen geilen Chicken Wrap geholt. Chicken Burrito, ihr wisst, was ich meine. Und das wird jetzt runter inhaliert, ne? Sagen, ich bin am Arsch. Erstmal kommen lassen. Wirken lassen und dann auf geht's, ab geht's. Friends, bevor wieder der, oh, das ist schon das Fleisch, der eine oder andere kommt mit extra Fleisch. Schmeckt extra geil. Alter, Freunde, das war jetzt eine Geburt, den Burrito runter zu essen. Der Scheibe auseinandergefallen. Auf jeden Fall, wir hatten dabei Hähnchen, irgendwas mit paniert, also wurde exakt eingelegt, Salat, Mais, ganzes Grünzeug, was man braucht, eine geile Sour Cream drüber und Feta-Käse. Und ja, war ganz gut. Jetzt 14.57 Uhr gibt es jetzt hier Doppelwopper Nummer 1, Doppelwopper Nummer 2. Und es ist schon wieder extrem heiß, Freunde. Ich kann euch nicht mal sagen, wie viel Grad wir heute hier in dem Göppingen haben. Wenn ich hier mal rauskomme und niemand überfahre. Also 33,5 Grad. Danke, Deutschland, for nothing. Und ich snack das jetzt. Auf dem Weg Richtung Heimat. So, haben wir jemanden gerammt? Nein, also let's go. So, Friends, last Stück vom zweiten Doppelwopper
Alter, ich sag's euch wirklich, mal wieder was los. Und war geil, war kräftig und wir sehen uns bald wieder. Freunde, was geht ab? Ein Doppelwopper nochmal ohne Gurken und ein Big King XXL. Und ihr wisst, I love it, the sauce. We love it. So, meine Freunde, ey, was geht ab? Big King XXL, ein Doppelwopper, Boden runter inhaliert und wir holen uns gleich nochmal was, weil Gesicht ist jetzt noch schmäler. Scheiße. So, meine Freunde, was geht ab? Wir waren jetzt noch bei Subway und ich habe mir so ein richtig geiles Ding geholt mit, ich hoffe mal, ich kann es ganz gleich aufmachen, mit Fleisch und Mayo und so einer anderen Soße. Und es schmeckt einfach bestimmt. Überragend. Zwei Stunden später. 18 Uhr und 12, Freunde, gibt es jetzt hier eine fette Packung. 57 Gramm Süßkartoffelpommes, 10 Eiklar, 5 ganze Eier, ein bisschen Spinat und hier dazu natürlich noch meine Joghurtsoße von Rebeco und was auf jeden Fall nicht fehlen darf, Leute, ein Tab Enzyme und ich würde sagen, let's go. Der nächste Meal, 15 Eiklar und 5 ganze Eier. Richtig, richtig geil. Hier ist der Rest von meinem Spinat und hier ist Ananas mit Kartoffeln. So, Freunde, denke ich mal, das letzte Meal. Wieder hier 15 Eiklar, 5 ganze Eier, diesmal normale Pommes und Spinat. Let's eat.